Привет, друзья! Сегодня мы с вами продолжим читать интересную и удивительную книжку, сказку для деток, подростков. Давайте продолжать. Сегодня такая солнечная, замечательная осенняя погода, да, с которой я вас поздравляю. Сегодня 15 октября. А мы продолжаем читать сказку «Hinterhaus der Wassermann». Dann setzte sich auf einen Stuhl vor den Backofen und wartete, bis der Apfelstrudel gebacken war. Die Köchin wartete Geduld mit. Als der Apfelstrudel gebacken war, reichte der Köchin ein Stück davon. Die Köchin schloss die Augen und kostete. Dann kostete selber und war mit seinem Apfelstrudel zufrieden. Auch die Prinzessin kostete. Sie hatte den Apfelstrudel gerochen und war in die Küche gekommen. Sie schnitt ein großes Stück ab und brachte es dem Wassermann hinaus. Nach einer Weile war der ganze gute Apfelstrudel weggekostet. Aber das machte nichts. Die Köchin musste ja nun, wie der Apfelstrudel zubereitet wird. Sie war stolz darauf, ein Kochen-Rezept zu wissen. Und sie vergaß es nicht. Das ist nett von dir, sagte der Wassermann, als ihm die Prinzessin das große Stück Apfelstrudel herausbrachte. Aber ich kann keine Menschenspeisen essen. Was isst du denn? Fragte die Prinzessin. Ich trinke nur Wasser, sagte der Wassermann. Aber ist das nicht langweilig? Fragte die Prinzessin. Wasser schmeckt wunderbar. Ich habe es nie satt, antwortete der Wassermann. Da. Aß die Prinzessin der Apfelstrudel allein auf. Dann ging sie in das Schlafzimmer und holte die Tasse mit den Rosen und Virgis meinst unter ihrem Bett hervor. Die Tasse war ihr Geheimnis. Sogar der König wusste nicht davon. Sie brauchte sie dem Wassermann und schenkte sie ihm. Von nun an wollte der Wassermann nur noch aus dieser Tasse trinken. Am Dienstag ging der alte König im Garten spazieren. Er sah auch den Scherbenhaufen zwischen den Brennnesseln, weil nichts anderes zu tun hatte, wühlte darin herum. Da fand ein altes Müllerbrett. Bückte sich, es aufzugehen. Aber weil der Bauch so dick war, ging das sehr langsam. Endlich hatte das Brett in der Hand. Es war schmutzig, aber noch gut zu gebrauchen. Waschen Sie mir dieses Brett, alter Freund, sagte der König zu dem Wassermann. Der Wassermann tauchte unter und wusch es. Dann rief der König die Köchin. Aber sie kam nicht. Da fasste sich an die Stirn, denn hatte vergessen, dass die Köchin taub war. So ging selbst in die Küche und holte sich ein scharfes Messer und schnitzte aus einem Stück Holz
Hansen Müllersteine. Der Wassermann beugte sich über den Brunnenrand und schaute ihm dabei zu. »Könnten Sie Mühle spielen?«, fragte der alte König. »Nein«, sagte der Wassermann. »Dann will ich es Ihnen zeigen.« Der alte König zeigte es ihm. Der Wassermann war nicht dumm. Sie spielten zusammen 15 Mal. Das Mühlenbrett lag auf dem Brunnenrand und daneben stand der Liegestuhl mit dem alten König. Das erste Mal zickte der König nach 10 Zügen, das zweite Mal nach 20 Zügen. Das dritte Mal gewann der Wassermann und alle anderen Male auch. »Sie sind ein guter Mühlenspieler«, sagte der alte König. »Wollen wir du zu jemandem sagen?« Von nun an sagten sie zu einander du. Wir haben viele Bilder in dem großen Saal, erzählte die Prinzessin dem Wassermann am Mittwoch. Ich würde sie gern sehen, sagte der Wassermann. So, kommt heraus aus dem Brunnen. Ich werde dir alle Bilder zeigen. Ich werde dir das ganze Haus zeigen und alle Löcher im Dach. Ich darf nicht auf dem Brunnen heraussteigen, sagte der Wassermann leise. Warum nicht? Wenn ich nur ein einziges Mal den Brunnen verlasse, muss ich danach hinunter in den See und darf nie mehr heraufkommen, um mit dir zu spielen. Wer bestimmt das? Tief im See wohnt der Seekönig. Er bestimmt alles. In allen Brunnen des Landes wohnen Wassermänner. Aber keiner darf aus seinem Brunnen steigen und spazieren gehen. Und wer es doch tut, der muss zum Seekönig hinun ersinken. Und was tut er dort? Dort schläft er. Ich will nicht, dass du dort unten schlafen musst, aber du sollst die Bilder trotzdem sehen. Die Prinzessin ging in den Saal hinein. Sie stellte einen Stuhl auf den Tisch und steig hinauf. So konnte sie die Bilder von der Wand nehmen. Auf dem ersten Bild war eine Urgroßmutter zu sehen. Der Wassermann sah sie lange an. Die Prinzessin brachte alle Bilder nacheinander heraus. Alle Großmütter und Großvater, alle Urgroßmütter und Urgroßväter und legte sie um den Brunnen. Der König ließ die Zeitung fallen, um sich die Bilder auch anzusehen. Zuletzt brauchte die Prinzessin auch die Ururks Großmutter heraus. Von der Mann nur noch die Augen sehen konnte. Und als die Sonne auf das Bild fiel, konnte man auch den Mund ein wenig sehen und über dem Mund einen kleinen Sturbart. Dieses Bild gefiel dem Wassermann am besten. Aber der König fand eines, das ihm noch besser gefiel.
eine von den Großmüttern, die noch gar nicht so alt war und der Mund ein wenig offen hatte, so dass man die spitzen Zähne sehen konnte. Die Prinzessin suchte sich um einen Urgroßvater als ihr Lieblingsbild aus. Er war ein alter General, dem hatten die Feinde ein Ohr abgeschossen. Man konnte deutlich sehen, dass das Ohr fehlte. Armer Urgroßvater, sagte die Prinzessin. Мы обязательно с вами продолжим. Оставайтесь здоровыми, больше гуляйте, наслаждайтесь солнышком и, конечно же, читайте с удовольствием. Всего доброго. Пока!